Willkommen, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, zur nächsten Episode Raumflotte Gothic 2. Ich glaube, Mission 8 oder 9. Wir hatten letztens die Weltraumquallen, die wir kaputt gemacht haben. Und vielen Dank an Deathstrike Deluxe für seinen außerordentliche, großartige Unterstützung. Er hat mir auch letztens erklärt, was Fleet Points sind und wie ich sie verwenden kann, dass ich es auch aufleveln sollte, dass ich vielleicht nicht ganz so schnell durchgehen sollte von zwischen einer Mission und der nächsten. Aber nun ja, jetzt ist es schon passiert. Aber klar, fürs Let's Play muss es vorangehen. Wie immer, lasst gerne die Daumen hoch und die Kommentare da, wenn ihr den Content gut findet. Es macht einen Unterschied. Und wir, ja, wir verschwinden jetzt zum nächsten System. Sieht so aus, als hängt da gerade ein, beziehungsweise jetzt geht gerade eh nichts. Der Zug ist momentan am Ende. Ist aber nicht schlimm. Ich denke mal, unsere Hauptarmee sollte, oder Hauptflotte, sollte zu diesem anderen Planeten gehen. Oder zum anderen System, auf dem gerade nichts passiert. In Zug 12 sind wir immer noch so eine Art mehr oder weniger im Tutorial. Also wir können drei Felder bewegen. 1, 2, 3. Oder hier 1, 2, 3. Also noch Excelsior Minor mit unseren drei Hauptkampfflotten. Vor allem Mechanicus und Space Marines und unserer Imperial Army. Wisst ihr was? Für die große Unterstützung von Deathstrike Deluxe soll er ebenfalls ein Schiff erhalten. Ich denke, das ist angemessen. Klicken wir mal hier auf unseren Void Inquisitor, der Deathstriker Deluxe. Das ist doch mal ein... ist wieder zurückgegangen. Deathstriker Deluxe. Das ist doch ein Name, hinter dem man stehen kann. Meiner Meinung nach, eines jedweden Space Marines würdig. So, und ich habe gehört, also jeden Zug bekommt man einen Balkenpunkt mehr, irgendwo jedenfalls hier unten rechts, und dann kommen Gegner. Aber auch die Planeten kann man dann irgendwann aufleveln, wenn es groß genug, weit genug gestiegen ist. Irgendwie in jedem Zug also, gibt es hier wohl einen weiteren Balken. Und wir sehen es schon nicht schlecht, unsere erste... hier gibt es noch eine Adamantium-Dingsbums. Brauchen wir aber nicht. Adamantium-Dingsbums ist der Fachbegriff. Auch ein Monument. Also jetzt können wir endlich unsere... Wir können jetzt endlich unsere Forge World aktualisieren, was genial ist. Gibt uns nämlich 20 Ressourcenpunkte mehr pro Zug. Boom, ich würde mal sagen, es gibt nichts Besseres, das wir machen können. Und im nächsten Zug leveln wir das hier in Sabena auf. Dann haben wir schon mal deutlich mehr Kohle als zuvor. Okay, wir gehen hier nach Cardia. Da sind wir mehr oder weniger in der Mitte des Tumults und gerade geht eh nichts. Wir müssen ja hier rüber weitergehen mit anderen Flotten, oder? Genau, wenn ich hier drauf klicke, komme ich in die nächste Welt. Aber es braucht erstmal ein kleines bisschen, bis wir da ankommen. So, mal sehen, ob die Eldari-Piraten irgendeinen Blödsinn machen. Ich meine, das sind nicht meine Welten, deswegen ist es mir irgendwie mehr oder weniger gerade auch egal. Anscheinend können wir uns auch jetzt immer noch ein bisschen Zeit lassen, weil es nicht vorangeht. Wie ist das? Jetzt habe ich gerade hier einen Zug gewartet. Und tatsächlich, pro Zug zählt das eins hoch. Vielen Dank an Deathstrike für den Hinweis. Okay, dann bauen wir jetzt hier auch unser... Moment, wo ist unsere Forge World? Wo ist die hier? Hier, Deimos Binary. Wo ist es? Forge World generates 80. Oh, wir sind schon bei 80 Resources pro Zug hier. Das, obwohl, ne, hier ist... Okay, das ist die Shipyard. Oder, okay, hier. Es ist schon, Stufe 3, so wie es aussieht. Perfekt. Habe ich dann noch irgendwo... Wir brauchen Ressourcen, Leute. Wir brauchen so viele. Hier, da kann ich auch noch unsere Ressourcen aufleveln auf 20 pro Zug, aber geht nicht. Da müssen wir noch ein bisschen warten, bis es soweit ist. Und hier ebenfalls Agri World, Penal World, Troop Regeneration, nochmal Agri World. Was haben wir hier? Listening Post, Evolution Steps. Und irgendwie ist das da. Receive One Faction Battle Plan. Die sind bestimmt auch total nützlich, wenn wir sie später haben werden. Aber momentan gibt es sie noch nicht.
Weitere Forge Worlds haben wir nicht. Wir könnten hier noch unsere Hive World aufleveln, dauert aber noch ein bisschen für 144. Das heißt, das können wir uns erstmal noch sparen. Mining World in verbundenen Systemen und Sektoren. Das wäre dann hier. Ah, in der Forge World wird dann die Ressourcengenerierung um 10% höher. Was nicht übel ist, aber okay. Zählt das wirklich in dem ganzen Sektor? Das ist ehrlich gesagt jetzt nicht so ganz klar. Mir jedenfalls nicht. Okay, aber wir können nochmal diese Gascloud mal auf... Okay, es geht nicht. Die ist nicht mehr auflevelbar. Ja, schade. Schade. Okay, dann sehen wir uns mal... was ist das? Schauen wir uns mal an, was wir hier so haben. Wir haben Calaisius Außenposten. 10 Ressourcen pro Zug. Okay, es gibt uns mehr Ressourcen. Hier kriegen wir keine weiteren Ressourcen pro Zug. Todes, Death World. Macht bessere Truppen. Launch Base werden besser. Und hier werden... Construction Points. Wurde mir auch gesagt, dass diese Construction Points ziemlich wichtig sind, weil man sonst keine Schiffe haben kann. Deswegen ist das wahrscheinlich gar nicht schlecht. Dann machen wir den mal und leveln das auch noch auf für unsere Ship Points. Hat ehrlich gesagt auch nicht so viel gekostet. Wir haben immer noch eine Menge Geld. Dann gehen wir noch, die Gascloud haben wir schon aufgelevelt. Dann würde ich sagen, gibt es hier im Asteroidenfeld noch was? Hier kriegen wir auch nochmal extra Construction Points für die Schiffe, was wir wahrscheinlich dann in Kürze wirklich gut gebrauchen können. Aber hier kriegen wir auch nochmal 10 Ressourcen. Oh, also gibt uns 5 Ressourcen pro Schiff, ist ja fast nichts. Ist ja fast nichts. Kann natürlich sein, dass wir bald so mega überrannt werden von allen Seiten. Hier könnte ich die Fortress World noch in den nächsten Evolution Level reinschicken. Aber man kann es auch so sehen, wenn man entweder direkt auf das I klickt. Man muss gar nicht auf die ganzen verschiedenen Unterpunkte gucken. Ja, okay, dann nehmen wir mal hier noch die Shipyard auf die nächste Stufe. Schauen mal, ob uns das was bringt. Und wir springen mal hier in das nächste System. Gucken, was passiert. Boom! The Fortress Oubliette of Nemesis Tessera was once the Inquisition's most closely guarded secret. A bastion of knowledge and rigor, and a convocation point for the Imperium's most trusted servants. Mhm. No more. Oh, da waren die Freunde des Imperiums und alle kaputt. The 13th Black Crusade set the world awash with treachery and war. Though Nemesis Tessera's dread secrets were stolen, the world itself endured, thanks to the Space Wolves und Inquisitor Ciaro. Haben die Welt gerettet. Vielleicht hat die PDF auch noch geholfen. From the doomed hive world of Chima Lomas to the seditious penal world of Avaris Gulag, the sector remains crippled by corruption and heresy. Yet in the forsaken fields of the Obsidian Depths, mutation, madness, and all their damned siblings are curiously absent. It is as if the Obsidian Depths border onto something not yet adequately defined, or perhaps waiting to be discovered. Okay, die Obsidian-Tiefen scheinen wundervoll und sicher zu sein. Gut, das erste Schiff ist rübergeflogen. Oh, natürlich kommt auch Admiral Spire mit. Let's go. 1, 2. Und Cambrius, unser Mechanikus-Freund, darf auch dabei sein. Gut, dieser Sektor bleibt jetzt erstmal ungeschützt. Dafür kriegen wir bald mehr Battle Plans. 6 Stück. Also alle 6 Züge einen. Was sag ich, dieses Take Control hier unten? Was bedeutet das? Take Control. Ich verstehe es nicht. Steht auch nicht dabei. Jetzt steht, wie es wieder Take Control anstatt. Soll ich mal da draufklicken? Ich meine, da. Oh, jetzt kann ich hier Take Control klicken. Auch weil der Sektor mir jetzt gehört. Nun denn. Naja,
Okay, das war ja einfach. Hier gibt es die Welt Ovalis Gulag, über die jetzt gerade geredet worden ist. Ach, stimmt. Eine sich abspaltend, ein auf Chaos verseuchte Kolonie. Also, wenn keine Flotte hier drin ist, erhöht sich die Chaos, die Gefahr hier pro Zug. Naja. Tja, haben wir nicht genug drauf geguckt und dann waren sie alle kaputt. Wie sieht es eigentlich hier bei uns im Cardian-Hauptsektor aus? Auch da erhöht sich die Bedrohung. Ah, mit einem Battleplan kann ich die offensichtlich reduzieren. Wenn wir es nicht tun, kommen immer mehr feindliche Truppen. Naja, aber wir haben ja hier eine Flotte, die uns vielleicht schützt. Wer weiß. Wer weiß. Egal, wir kümmern uns erstmal hier um den Kram. So, hier sind eine Menge Eldari. Vier Schlachtpläne benötigt man jetzt, um da überhaupt hinzukommen. Autsch. Ja, Mist. Okay, hier können wir gegen die Eldari kämpfen. Die scheinen schon recht stark zu sein, aber ich glaube, wir springen erstmal auf Chimalomas. Kriegen wir nämlich Ressourcen dafür. Was gibt's hier? Oh, eine Cardinal World. Auch nicht schlecht. Aber ich glaube, da, wenn wir das hier erobern, dann geht's mit der Kampagne weiter. Das heißt, wir machen jetzt erstmal diese hier. So lange wird wahrscheinlich niemand was tun. Vier. Ja, und wir haben genug Punkte, denke ich, um die zu überrennen. Also Space Marines. Also, wir können nichts mehr machen. Ab in den nächsten Zug. Reinforcement. Wow. Die sind gerade ordentlich stärker geworden. 900 Punkte. Wir haben 4, 5, 6, 7, 8. Ja, wir müssen das. Es müsste reichen, um gegen sie anzukommen. Können wir in der Zwischenzeit noch irgendwas bauen? Mit Sicherheit eine Menge, aber wisst ihr was? Wir springen jetzt mal in. Wo komme ich? Ich brauche, glaube ich. Ich glaube, wir bauen einmal diese Mining World aus. Für mehr Construction Points. Boom. Und für mehr Ressourcengeneration, Leute. Ressourcen sind wie immer das Ein und Alles. Okay. Okay, gut, dann springen wir mal rein. Können wir eigentlich noch irgendwelche neuen Schiffe bauen? Nee. Kein ausreichendes Geld mehr. Irgendwo sollen auch die Schiffsressourcenpunkte zu sehen sein. Moment, meine Space Marine Flotte kann anscheinend aufleveln? Oder was ist das? Da blinkt irgendwas. Moment. Ich kann mal draufklicken. So. Blinkt hier was? Nee. Das ist unser Mechanikus-Schiff. Bei den Space Marines hing doch was rum. Nochmal. Oh nein, das war. Ich bin mit dem raus. Morgens in die falsche Richtung gedreht. Ihr wisst, wie das ist, nicht wahr? So. Da ist dieses Plus. Oh ja. Hier, wir können uns aufleveln. Was wollen wir uns reinpacken? Und wir haben momentan First Company. Terminators für bessere Lightning Strikes, was sehr, sehr gut ist. Lightning Strike inflicts 500 Moral Loss. 500 Moralwertreduktion. Das ist nicht übel, vermute ich. Wie viel Moralwert hat denn ein Schiff, wenn man anfängt? Ich habe keine Ahnung, hier steht nichts. Ah, fantastisch. Aber hört sich gut an, weil Lightning Strikes werden wir häufig durchführen. Nämlich insgesamt ein paar Mal. Dann haben wir höhere Identifizierungsreichweite. Nicht schlecht. Navigationsschilde. Asteroidenfilme. Okay, ne. Wir können Manöver ohne identifiziert werden benutzen. Hört sich nicht so wichtig an. The range of Macro-Weapons is increased. Makrowaffen werden besser. Und höher, aber wir gehen eh nah ran, um den Gegner mit dem Ding kaputt zu machen. Deswegen nein. Und wir haben das Company-Banner. Assault Skill Cooldown reduced by 10% am Flaggschiff. Okay. Ja. Nett, aber wisst ihr was? Ich glaube, wir nehmen den Kolexus-Assassinen mit rein in den Haufen. Können unsere anderen Schiffe auch noch besser werden? Oh, die haben schon Kolexus-Assassinen. Ja, die wissen wohl, was gut ist. Sonst noch jemand, der leveln kann? Sieht gerade nicht so aus.
Brauchen wir noch ein Level Up? Ah, ich sehe es. Es wird in diesen Strichen angezeigt, die einem auch nicht erklärt worden sind. Ja, passt. Dann würde ich sagen, springen wir rein und vernichten diesen Kakemolomas oder wie sie heißen. Let's go. Und natürlich vielen Dank für die lange Nachricht, Deathstrike Deluxe. Ohne dich hätte ich keine Ahnung, was da abgeht. Zeit zu kämpfen! Unsere Schiffe sind, glaube ich, in perfektem Zustand. Launch Battle! Ich mag diese Schlachten hier, die sind schon sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Ram Amster kommt natürlich mit. Dann kommt Deathstriker Deluxe. Macharius Barista. Moment, wie packen wir sie rein? Ram Amster, ja. Dann Deathstrike Deluxe und Macharius Barista sowie Macharius Defiance kommt mit. Dann nehmen wir noch unser Imperial Straconus mit. Und wir haben noch ungefähr, ja genau, 99 Punkte. Mit Kendall's Hydra Cordatus. Wohl zwei kleine Eskorten wären schon nicht schlecht. Guardian of Defiance und Pride of Eternity kommen auch noch mit. Los geht's, Leute! The enemy is trying to block our forces during the battle. Take the control of the area. Okay. Da, verstanden. Oh, und dann kriegen wir sogar einen Action Point für alle Flotten. Dann, los geht's! Und danach geht's los in den Nachtspaziergang, weil ich nehme das jetzt hier am Samstag auf. Ich habe richtig relaxed, ich habe nichts gemacht, außer The Boys angeguckt auf Amazon Prime. Ich hatte riesen Spaß. Season 2 gerade mittendrin. Okay, wo ist unser Gegner? Wir haben ein paar Gaswolken, in denen wir uns verstecken können. Da hinten gibt es irgendwelche Space Structures. Nichts Besonderes, es gibt aber auch nichts, was wir erobern können. Ich dachte, das wäre so eine Erobern-Mission, aber anscheinend habe ich es irgendwie deaktiviert. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Okay. Alle kommen erstmal in Running Silent, alle, die es können. So, das ist unser Mechanicus-Schiff. Ist das nicht geil? Das hat hier die Todeskugel. So, Space Marine 1, Space Marine 2, Space Marine... Ne, ist kein Space Marine hier. Fregatte hier hin. Und Scout-Fregatte. Ne, wo ist denn Scout-Fregatte? Hier. Alles gut, ihr kommt dahin. Space Marines hier. So, dreimal Space Marines. Steuerung 1. Ihr seid Steuerung 2. Gut. Dann. Let's go. This system is under enemy embargo. Weakness in the blockade marked in the Strategium. Capture of that quadrant will improve battle outcomes. Und wo? During the breakthrough secondaries, you have to capture the control point inside the enemy deployment zone. Okay, was? Was müssen wir? Hier ist irgendwas zum Erobern? Ah ja, das Ding hier. Alles klar. Na dann. Machen wir das doch. Da kommen ein paar gegnerische Schiffe. We stand ready. Aber erstmal nichts übermäßig Interessantes. Dann können wir hier ein Schiff losschicken und es schnappen. Der Rest kümmert sich, naja, um den Rest, so wie immer. Underway. State your order. Heading acknowledged. Kommt ihr uns entgegen? Wer kommt uns entgegen? Wir könnten uns ja in der Gaswolke verstecken. Coordinates acknowledged. Das machen wir mal. Vielleicht können wir diesmal auch einen geilen Mikro-Warp-Jump benutzen. Changing course. Und einen Haufen Torpedos auf den Feind abfeuern, simultan. Show us the enemy. Das wäre doch mal was. I am listening.
Hold course! We wait your command. Setting course. Okay. Kleines Schiffchen, Scout-Schiffchen, macht sich auf den Weg, um den Punkt einzunehmen. Alle anderen Schiffe gehen erstmal in Deckung, um dann im richtigen Moment die Torpedos abzufeuern. Where shall we strike? Engines engaged. Ab in Position. Das ist geil. Freue mich drauf. Zeigt, was ihr könnt. We stand ready. Enemy sighted. Okay. Da kommen ein paar Feinde auf uns zu. Give us purpose. So, sehr schön. Dann haben wir sie mal von der Flanke überrascht. Was haben wir da? Wir haben ein Irredeemable Doom. Schießt die Waffen kaputt. Schießt und Idolator's Agony. Double Barrel Heavy Lance Batteries und ein paar kleine Schiffe da im Hintergrund. Wir machen hier die Fliege, dass er uns nicht erwischt. Receiving your order. Course engaged. Enemy sighted. Wir machen das T. Und identifizieren mal wieder alles. Stellen alle unsere Schiffe auf. Aye, Admiral. Let's go. Lock on target. Fangen zu schießen, Leute. For the Emperor. We serve. So, dann wird es Zeit, ein paar Torpedos abzufeuern und unsere Bomben. Stasis-Bombe. Let's go. Augustrupter-Bomb. Zeit für ein paar Torpedos. Boom. Zeit für ein paar Torpedos. Zeit für ein paar Torpedos. Und wir schicken direkt unsere Thunderhawks auch direkt vor. Go, go, go. Show us the enemy. Ship ready. Plasma-Bombe hinterher. Wird schon irgendjemanden treffen. Understood. Your orders? Der macht die Fliege. Und wir haben gleich unseren Cybernetic Bulb. Okay, beziehungsweise ich glaube, wir sollten erstmal die Kleinen kaputt machen. Ihr seid Gruppe 1, ihr seid Gruppe 2. Hier wollen wir auf die Schiffe. Ihr scheint, ihr seid auch... Hier, okay, ihr seid 2. Okay. Soweit erstmal so gut. Boom. Stasis aktiviert. Türme besiegt. Underway. Wir sollten alle mal den hier, der direkt vor uns steht, kaputt machen. Ich denke, das würde sich lohnen. Ja, wir werden gerade angegriffen von unserem Gegner. Ist allerdings erstmal noch nicht so tragisch. Generated Damage, was ist das für eine Sauerei? Okay. Wo geht die Kugel hin? Sie geht auf den Gegner zu. Genau das brauchen wir. Mal ein paar Lightning Strikes. Ebenfalls auf die Schiffe, die hier rumlaufen. Müsste eigentlich klappen. Honor the Chapter. Let's go. Was ist das Schiff schon mal kaputt? Und Ramhamster sollte gleich mal anfangen zu rennen, wenn es geht. Und damit meine ich zu rammen. Jetzt hier aus unser kleines Schiffchen. Entkommt. Und wird diesen Punkt jeden Moment erobern. So ist jedenfalls meine Hoffnung. Wir hauen noch ein paar weitere Boarding Actions raus. Auf diese anderen Schiffe. Critical Hit! Autsch. Ein bisschen kriegen wir schon auf die Schnauze.
bisschen mehr, als ich mir das erhofft habe, um ehrlich zu sein. Aber manchmal geht's halt nicht anders. Okay, werden gut zerlegt. Gut zerlegt, muss ich sagen. Und noch irgendwo ein Lightning Strike. Okay, das Ding ist immerhin gleich tot. Wir können vielleicht einen Micro-Warp Jump halt benutzen, um irgendwas zu rammen. Das geht eigentlich immer gut. Ist der eigentlich bald tot? Ich hoffe doch. Was mit unserem mechanischen Schiff? Irgendwie hängen diese gegnerischen Schiffe so ein bisschen rum und machen nichts. Weiß nicht, was da los ist. Warum machen die eigentlich nichts? Okay, ich glaube, das Ding ist kaputt. Irgendwie weichen diese KI-Schiffe auch nicht aus. Merkwürdigerweise. Das heißt, wir zerlegen die uns mal ganz kurz. Mit ein paar süßen Torpedos. Okay, wie sieht es hier aus? Gegnerische Schiffe wird weiterhin angegriffen und explodiert. Unsere Schiffe sind noch am Leben. Plasmabombe. Hier, bitteschön. Enemy Raider Apostate has been destroyed. Sehr schön, die nächsten zwei kleinen kriegen sie auch gleich kaputt. Wunderbar. Der hat so viele Feuer an Bord. Wahrscheinlich würde es ihn gleich zerlegen. Okay, ja, unser Gegner hat leider noch ein bisschen hohe Reichweite mit seinen Waffen. Auf jeden Fall mehr als wir. Aber gut. Ist alles okay. Alles okay. Das Ding ist erledigt. Was ist unser nächstes Ziel? Der Kleine hier. Der ist dann unser nächstes Ziel. Und dann... Der da, das Flaggschiff. Okay, zerlegen wir das Flaggschiff. Vielleicht hat dann unser Feind auch keinen Bock mehr. Den kriegen wir sowieso gleich kaputt. Puh! Ramhamster kriegt auch nicht auf die Fresse. Ist ein bisschen kaputt, wir können auch keine besonderen Befehle mehr benutzen. Unglücklicherweise. Aber sei es drum. Okay, den haben wir gleich. Können wir mit unserem ganzen Team mal auf einen anderen Punkt gehen. Beziehungsweise der Ramhamster braucht natürlich Brace for Impact, sobald er kann, aber gerade kann er halt nicht. Naja. Wir können auch nicht mehr gut reden. Ist schon ein bisschen schade. Aber okay, unsere Schiffe sind gleich wieder da. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Ruhe, wenn der Gegner nicht mehr auf uns schießen kann. Okay, jetzt darf ich nur niemand. Oh je. Ramhamster kriegt schon ordentlich auf die Fresse die ganze Zeit. Okay, aber bald sind wieder... Bald sind wieder Torpedos und alles mögliche da, um unseren Gegner zu vernichten. Machen wir. Ja, das gegnerische Flaggschiff kriegen wir irgendwie nicht, das ist zu weit weg. Und wir sind mal Prio 2. Die anderen Schiffe Prio 1. Okay. Frontpanzerung dem Gegner zeigen. Kommt immer gut. So, das Ding haben wir gleich. Wir sollten nur ein bisschen aufpassen, nicht in die Kugel reinzurennen, aber es sieht, glaube ich, gut aus. Alles in Ordnung. Weitere Schiffe können jeden Moment losgeschickt werden. Interessant, dass wirklich immer unser Flaggschiff zuerst fokussiert wird von unserem Gegner. Ich schätze, das ist normal. Okay, wir haben getroffen. Können wir seine Flotte ein bisschen über Stasis aufhalten? Wäre nicht schlecht. Mal sehen, ob es klappt. Dann Micro Warp Jump. Und dann alles vernichten. Okay, das sieht ganz gut aus. Ich würde mal sagen, wir schicken mal unsere Leute los.
Boarding Torpedoes, Thunderhawks, Boarding Torpedoes. Und normale Torpedos bitte auch hinterher. Mit allem, was wir haben. Alles, was wir haben, raus. Alles, was wir haben, raus. Zeit nochmal zu reparieren, bevor es zu unangenehm wird. Und überall die Torpedos raus. Sehr, sehr schön. Okay. Mega Angriff auf dem Weg. Alles fliegt. Okay, unser Pride of Eternity hat keine Schilde mehr. Sollte sich... Warum hängt er hier rum? Du machst bitte nix. Bleibst einfach nur da und eroberst diesen Punkt. Ich frage mich, warum sich das Ding woanders hingestellt hat. Ist mir ein Rätsel. Okay, der haut ab. Emergency Repairs und weg hier. Gleich sind wir außerdem wieder in Assault-Reichweite. Damit vernichten wir die Scream of Emptiness mit allem, was wir haben. Oh je, es kommen ein paar Boarding-Torpedos und Zeug, aber ich hoffe, das klappt. Wird schon gehen, Leute, wird schon gehen. Puh. Besser, wir gehen hier auf Brace for Impact. Los geht's. Los geht's. Lightning Strikes haben wir auch noch raus. Wir hauen alles raus, was wir haben. Interessanterweise, da er sich so unglaublich auf unser Flaggschiff fokussiert, sind wir irgendwie ziemlich locker drauf mit allen unseren anderen Schiffen. Der macht ja allen unseren anderen Schiffen irgendwie fast nichts. Was ganz nett ist, dann können wir eigentlich nachladen. Schneller nachladen. Schnell nachladen. Schießt eh auf alles andere. Okay, ich glaube, den kriegen wir gleich kaputt. Hier machen wir gleich die Fliege, dann sind wir eh woanders. Das Ding wird in Ruhe erobert. Ja. Hört sich doch alles erstmal gut an. Was bringt eigentlich dieser Marktstatus? Treffen wir den Gegner dann schneller? Ich hoffe schon. Okay, ich glaube, das Ding haben wir gut zerlegt. Hi. Wir sind auf einmal ganz woanders. So, nächste Runde. Torpedosalven. Oh. Redirecting. Hauen wir mal kurz ein paar mehr Torpedos raus. Los geht's. Oh je, unser Space Marine-Schiff ist jetzt nicht so glücklich. Alle unsere anderen Schiffe machen mal kurz die Fliege. Alle anderen Schiffe machen kurz die Fliege. Damit wir nicht von dem Ding getroffen werden. Ups. Weg, 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 weg. Aus dem Weg, aus dem Weg. Muss man manchmal... Oh, meine Güte, unser Space Marine Schiff. Ist nicht so... Oh, Drifting Hawk, sehr schön. Das wollen wir nicht mehr beschießen. Fokus Feuer auf das nächste. Und, okay, dem sind wir ausgewichen. Immerhin, alles andere wäre unangenehm gewesen. Ich habe das Gefühl, das Ding will uns rammen. Ah, vielleicht können wir ihn rammen. Beziehungsweise nicht so. Autsch. Ups. Nicht das, was ich machen... Oh Gott, irgendwas explodiert. Oh fuck, es explodiert. Oh Gott. Oh, kleines Schiff. Oh, kleines Schiff. Ich glaube, wir schaffen es gerade so. Aber das war... Es hätte übel werden können. Oh nein, hier völlig brennt was und ich kann nichts machen. Egal. Space Marines. Macht was.
Ich weiß nicht was, aber macht was. Okay, ich glaube, vielleicht fokussieren wir doch erstmal das gegnerische Flaggschiff. Das sieht gerade ziemlich im Arsch aus. Where shall we strike? Moving to position. Torpedos sind zum Teil ein bisschen aus. Aber weitere Torpedos können in Kürze abgefeuert werden. Das machen wir natürlich auch. Okay. Hier sind wir erstmal rausgekommen. Bisschen brennen wir. Wir löschen mal unsere Feuer. Space Marine Schiff. Haben wir ein paar Torpedos raus. Die kommen immer gut. Hier hauen wir weitere Torpedos raus, wann immer es geht. Müsste eigentlich halbwegs klappen. Weitere Reparaturen aktivieren. Torpedos raushauen. Was anderes haben wir nicht. Haben wir noch ein paar Granaten oder irgend so ein Kram? Sieht jetzt gerade nicht so mega geil aus, aber wir nehmen alles, was wir kriegen können. Haben noch ein paar Thunderhawk Annihilators auf unseren Gegner. Initiating Thunderhawk Bombardment, genau so. Er brennt auch schon ein bisschen. Hau noch ein paar Ideen raus und ich hoffe, wir haben bald wieder die Möglichkeit, Lightning Strikes oder ähnliches zu machen, aber es sieht gut aus. Sieht gut aus. Ich glaube, den zerlegen wir jeden Moment. Unser Omnisia-Schiff hat ein bisschen mehr Damage abbekommen, als ich das gut finde. Aber Zeit, unser Chapter zu honoren. Let's go. Boarding Actions auf alles, was wir haben. Oh mein Gott, unser Flaggschiff macht fast bald die Fliege. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Unsere jemand wirklich fast die Fliege. Okay, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Unser Flaggschiff ist offensichtlich etwas, das die gegnerischen Schiffe gerne auf unangenehme Art und Weise fokussieren. Was passiert, wenn mein Flaggschiff kaputt ist? Ich glaube, dann verliere ich, oder? Engine destroyed. Changing course. Okay. Full speed. Where should we strike? Setting priority. Okay, okay. Türme sind kaputt, alles ist kaputt. Ship ready. Gegen Schiffen geht's eigentlich immer noch recht gut. Oh, was kommt denn da? Da kommt noch ein Kreuzer an. Herzlichen Dank dafür. Mir ging's einfach noch nicht gut genug. Vielleicht war das nicht die richtige Art und Weise, hier in diesem Kampf vorzugehen. Kann ich die Fliege machen? Ich glaube, dann kommen Verstärkungen, habe ich gehört. Kann ich einen Warp, Emergency Warp Jump machen? Prinzipiell ja, glaube ich, aber funktioniert nicht geil. Okay, weitere Truppen drauf. Rouse the engines. Okay, das Ding ist erledigt. Geil. Sehr geil. Okay, das nächste Flaggschiff. Flaggschiff ist fast tot. Soweit alles gut. Kann ich das Ding jetzt eigentlich noch erobern? Ich glaube schon. Obwohl es ein Chaos-Schiff. Ich glaube, bei denen geht das nicht. Wahrscheinlich nur bei Verbündeten. Und schießt unser kleines Schiff eigentlich nicht. Darf ruhig da drauf schießen. Greift das an. Go, go, go. Mach schon mal seine Schiffe. Oh nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ausweichen. All power to engines. Hold course. Warum explodiert das Ding? Weil die Dinger wohl immer explodieren, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Naja. Gerade ausgewichen. Alles gut. We serve.
Hier kleines Schiffchen. Kriegt auch ein bisschen auf die Fresse. Er hat echt noch viele Türme, die uns Ärger machen können. Dummerweise. Wir müssen, wenn wir dieses Flaggschiff kaputt machen könnten, bevor die Verstärkung kommt, wäre das schon eine super Sache. Das wäre echt eine super Sache. Wir haben hier noch ein paar Schwadronen, die wir hochschicken können. Interceptors. Wir haben zwar 9 Türme. Aber was soll's. Wenn wir nicht auf ihn schießen, was sollen wir sonst machen? Machine Spirit appeased. Okay, let's go, kommt. Das Ding kriegen wir noch kaputt, oder? Bestimmt. We serve. The spirits obey. We wait your command. Initiate emergency. Okay, wir haben ein paar Hold course. Torpedos, die wir noch abfeuern dürfen. Sehr nett. Repositioning. Okay, dann Leute, los, los, los. Wir hauen alles drauf, was wir können. Okay, wir reparieren alles, was wir haben. Running silent. Okay. Schauen wir mal, ob wir die alle killen können, bevor uns was Blödes passiert. Okay. Gleich haben wir wieder eine Menge coole Boarding Actions, die wir aktivieren können, wenn es gut läuft. Das werden wir jetzt auch alles machen. Also los. We stand ready. Show us the enemy. Kommt schon. Feel our might. Understood. Vernichtet seine Rüstung. Und dann meine ich seine Schilde. Engines engaged. Dann können wir nämlich einen Sack voller Lightning Strikes raushauen. Das sieht gerade ganz gut aus. Oh Gott, Feuer an Bord. Befürchte, wir bauen lieber die Repairs fürs Erste. Honor the Chapter, besser als nix. Ship ready. Setting course. Besser als nichts. Selbst so ein kleines Schiff kann die Schilde von dem Riesenteil reduzieren und vernichten. Das ist gut zu wissen. Okay, seine Schilde sind jeden Moment unten. Kommt schon. Aye, Admiral. Course engaged. Kommt schon. Impossible, Admiral. Hau doch seine Schilde weg. Show us the enemy. Engines engaged. Okay, das sieht gut aus. Eins. We stand ready. Zwei. Drei. Engaging engines. Okay, nicht übel. Den haben wir gut zerlegt. Den haben wir gut gehauen. Der wird immer noch ein bisschen geärgert. Vielleicht sollte ich seine Engines kaputt machen. Wenn es geht. Obwohl, der hat das Chaos-Schiffe haben so eine hohe Reichweite mit ihren Waffen. Den kann ich eh nicht outrunnen. Oder outgunnen. Deswegen alles nicht so tragisch. Okay, aber im Großen und Ganzen, okay. Was ist eigentlich das hier?
Squadron Retreat. Ich kann meine Trupps auch zurückziehen. Habe ich jetzt auch zum ersten Mal so richtig realisiert. Immerhin, wir haben noch ein bisschen Unterstützung durch unsere anderen Schiffe. Das ist gut. Das feindliche Chaos-Kreuzerschiff ist noch nicht da. Hier können wir unser Spezialschutzschild aktivieren. Flaggschiff ist fast vernichtet. Leider haben wir keine Telepunkteraktionen mehr, aber noch ein paar unserer... Doch, hier haben wir noch Boarding Actions. Müssen wir natürlich einsetzen, sobald es geht. Okay. Okay, da kommt der Chaoskreuzer jeden Moment. Das Schiff ist fast kaputt. Best, wir bleiben außerhalb dessen Reichweite, wenn es irgendwie geht. Aber so richtig geht's nicht. Okay. Zeit für ein paar Torpedos, um unseren Gegner wieder abzulenken, um unsere anderen Boarding Squads losschicken zu können. Los mit den Thunderhawk Squadrons. Oh, das Schiff ist fast kaputt. Eine gute Gelegenheit, den Orb rauszuhauen. One of the Chapter gibt's auch bald wieder. Schon wieder eine... Oh, Mutinous Crew. Sehr, sehr praktisch. Das heißt, bei dem müssen wir eigentlich wahrscheinlich gar nicht mehr viel machen, um ihn kaputt zu kriegen. Und wir können das Feuer auf den zweiten schicken. Das machen wir jetzt auch. Und wenn unsere Schiffe schon ein kleines bisschen kaputt sind, auf unangenehme Art und Weise. Wenigstens sind hier unsere Schilde schon mal nachgeladen. Das ist gut. Sehr, sehr gut. Kommt, fokussiert den. Den kriegen wir noch kaputt, oder? Okay, die Kugel ist gut gelandet, aber nicht gut genug. Lock on target. Mit etwas Glück fliegt der Gegner ja auch noch rein. Komm schon, ist das Ding gleich kaputt? Jeden Moment kaputt. Okay, vielleicht wäre es doch nicht schlecht, ein bisschen schneller seine Squads zu haben, die einen unterstützen. Okay, seine... Was braucht er eigentlich? Das Feuer. Wann kriegt der Gegner eigentlich Schaden durch das kritische Feuer ab? Ich weiß es nicht. To serve the Omnisire. All power to engines. Okay, den haben wir doch gleich, oder? Den haben wir doch gleich. Unser zweites kleines Minischip ärgert den hier die ganze Zeit. Ist auch optimal. So, dann kommen Assault Actions von hier. Engaging engines. Weitere Sword Actions stehen uns auch in Kürze wieder zur Verfügung. Honor the Chapter. Honored. Ehrt das verfluchte Chapter, Leute. Ehrt es. Okay, den hat's zerrissen. Nächstes Ziel. Los. Thunderhawk Annihilator Squadron, bitte mit. Und der hängt irgendwie im Asteroidenfeld rum. Ja gut, aber solange hier sein Freund alleine lässt, soll mir das recht sein. Verstecken wir uns auch einmal hier. Ehren den Orden erneut. Schicken weitere Thunderhawks. Ein paar Torpedos haben wir noch. Die wir vielleicht jetzt in einem idealen Vernichtung dieses Gegners einsetzen können. Oder auch nicht.
Stand ready. Okay, aber den hat's gut zerlegt. Unser bestverteidigtes Schiff. Mit am besten, mit der größten Rüstung darf natürlich vor. Moskitos übrigens. Wieder Moskito-Zeit. Wer liebt sie nicht? Ich glaube, den hat's gut zerlegt. Mutiny, umso besser. I am listening. Okay. Wie viele Interceptors haben wir noch? Wahrscheinlich nicht mehr so viele. Engines engaged. We wait your command. Okay, schicken wir ein paar Torpedos los, weil muss ja. Muss ja. Vielleicht wir müssen kurz mal einen Mikro-Warp-Jump durchführen, um aus dem Kernfeuer des gegnerischen Schiffes rauszukommen. Hoffentlich klappt das. Es dauert ja nicht lange. Ship ready. Standard speed engaged. Where shall we strike? Sieht aus, als funktioniert das ganz gut. Und tschüss. Okay. Da haben wir uns nochmal gerettet. Unsere Kroba-Müdomaker ist kaputt. Oh nein. Verdammt. Das ist extrem unangenehm gerade. Extrem unangenehm. Ich kann ihn explodieren lassen, aber das will ich nicht. Kann ich den noch retten? Seien wir ehrlich, wahrscheinlich nicht. Naja, immerhin ist der kaputt. Das Ding brennt jetzt langsam aber sicher ab. Und wir... Ja, wir können jetzt halt einen auf ruhige Kugel machen. Und außerhalb der Reichweite des Gegners auf ihn schießen. Ist doch gar nicht schlecht. Immerhin. Das ist schon mal was. Bis alle unsere besonderen Skills wieder verfügbar sind, können wir ihm die Breitseiten zuwenden. Und alle Schiffe und alle Torpedos. Haben wir noch Torpedos? Nee. Keine Torpedos mehr da. Aber ein paar Thunderhawk Squadrons. Er hat noch 5 Türme. Das sind nicht mehr sonderlich viele. Das sind echt nicht mehr viele Türme, die er da hat. Warum kann ich meine Annihilator Squad nicht losschicken? Ach so, weil er schon eins kämpft. Ha. Ja dann. Vor mit dem nächsten. Dass alle seine Türme weg sind. Wäre der die Optimalsituation. Und wir bleiben außerhalb seiner Reichweite, bis alle seine Türme vernichtet sind. Oh, genau. Wenn so ein Schiff ganz alleine ist, dann ist es natürlich am besten. Für uns, nicht für den Gegner. Der findet es natürlich doof. Mehr Reichweite, mehr Genauigkeit. Genau so muss es sein. Bald haben wir nochmal einen weiteren Trupp, den wir losschicken können. Ups. Jo, oh, er hat uns identifiziert. Macht aber nichts, war ja fast geplant. Fast war das geplant.
listening. Boom. Bitteschön. Impossible, Admiral. Das Ding kommt. Kommt direkt auf uns zu. Honor the chapter. Boarding actions. Erst wir machen die Fliege, damit wir nicht davon getroffen werden. Aber sieht gerade ganz gut aus, oder? Sieht schon sehr, sehr gut aus. Alle auf Reload. Mehr Schaden machen, wenn es geht. Das Flaggschiff darf ein bisschen die Fliege machen. Es muss jetzt nicht den gesamten Schaden abbekommen. Und... Oh Gott, meine Güte, meine Truppen sind ja immer noch unterwegs. Er hat ja gar keine... Autsch. Er hat ja gar keine Türme mehr. Das trifft sich gut, das heißt, unsere... Annihilator Squadrons können ihn vollkommen vernichten, wenn wir gelandet sind. Ich hoffe, sie landen gleich. Mal sehen. Go, go, go. Go, go, go. Soweit ich weiß, machen die eine Menge Schaden. Wenn sie mal richtig loslegen. Oh, das sieht doch gut aus. Ich glaube, nein, das war... Ja. Das war jemand anderes. Gut. Machen wir ihn da knapp. Der Gegner ist ziemlich heiß auf unser Flaggschiff. Und nächstes Mal gebe ich ihm mehr Rüstung. Aber der Micro-Warp-Schaum war gar nicht schlecht. Leider konnte ich niemanden tot ran. Nichtsdestotrotz, nice Job, Leute. Nice Job. Und das nur noch 56 Minuten. Ah, die Pride of Eternity. Und dabei hatte sie schon Level 4. Bald 4. Tragisch. Tragisch. Das sind die Escort-Schiffe. Die haut's leider gelegentlich kaputt. Imperius Draconis hat ein Level-Up bekommen. Warhamster ebenfalls. Unsere Space Marines nicht. Schade. Naja. Aber so kann's gehen. Level-Up für den Warhamster. Bedeutet das irgendwas? Die antwortet ja. Was holen wir uns als nächstes? Power Ram. 25% mehr RAM-Schaden. Ja. Yeah. Dann nehmen wir uns den doch. Ich darf nur nicht. Ich muss nur dran denken, wirklich. Ich muss nur RAM. Du darfst nur nicht vergessen, dass ich ramme. Das habe ich beim letzten Mal leider gemacht. Tja, ein Schiff weniger. Imperius Draconis hat ein bisschen auf die Fresse bekommen, aber er kriegt ein Level up. Oh, der hat den Nova-Kanon, den hatte ich gar nicht dabei. Unseren Endeavor. Warum das denn? Mehr Teleporter-Action oder doch lieber... Vielleicht machen wir hier mehr Schaden mit unseren Makro-Waffen. Range of Makro-Weapons increased by 4500. Ja, ich meine, das ist vielleicht gar nicht so übel. Wo war das? Schießt er noch besser? Vielleicht hauen wir lieber. Enemy ship entering the scanning range is automatically tagged as marked. Können wir halt immer den Gegner sehen, was auch nicht schlecht ist, aber wir wollen ja Damage raushauen, nicht wahr? Damage, Damage, Damage. Dann hauen wir die Orange Pattern Weapons raus. Mehr Schaden ist immer gut. Ja, wir brauchen, glaube ich, ein neues Schiff, aber wir haben es leider nicht mehr. Immerhin haben wir einen neuen Planeten, Hive World, für mehr Ressourcen pro Zug.
Aber das bringt uns erstmal in diesem einen Zug nix. Ich sollte mich mehr um meine kleinen Schiffchen kümmern. Wie wär's mit dem Cobra-Schiffchen? Cobra-Schiffchen? Light Marker Turret? Komm. Komm mit. Kann ich dich nicht rein? Hier. Kann ich dich haben? Ne? Geht nicht. Warum denn nicht? Ich kann's nicht. Ich kann's nicht kaufen. Okay, macht nix. Gleich im nächsten Zug. Mal sehen, was da passiert. Jetzt müssen wir halt erstmal uns reparieren. Wie auch immer das funktioniert. Das Spiel hat uns ja auch nicht erklärt, wie das geht. Aber hier ist so eine Leiste, die füllt sich auf. Plus 5. Im nächsten Zug? Wahrscheinlich. Oder vielleicht auch nicht. Zug 15. Sieht doch gleich viel besser aus. Aber der Rahmenhamster ist immer noch kaputt. Ja, okay. Dann würde ich mal sagen, Ovaris Gulag. Ich lass es mal hier gut sein. Die Elder hauen wir im nächsten oder übernächsten Zug kaputt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und bis zum nächsten Mal. Bye.